Ein paar Aliens sind tot, nicht wirklich viele, aber es reicht für den Anfang, weil so schnell vorankommen mit der Insel werden wir auch nicht. Während die restlichen Landfill gesetzt werden, was nicht mehr so viele sind, könnt ihr ja hier, ne, sehen, ist nicht mehr so viel zu tun. Während die gesetzt werden, husche ich jetzt nach unten, schauen nach, was mit den Akkus nicht läuft, automatisiere Poles MK1, MK2, MK3 unten bei unserer Automatisierungsanlage, die ich auch weiterhin ausbauen werde, egal ob die MK4-Fabrik kommt oder nicht, weil der Aufbau der MK4-Fabrik wird sehr, 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 sehr lange dauern. Und bis wir da soweit sind, dass alles neu aufgebaut ist und wir dann mit der Automatisierung anfangen können, ja, wird es viel zu lange dauern. Deswegen baue ich hier unten die Automatisierungsanlage, das hier weiter aus, dass wir alles vorrätig haben. Auch was natürlich sehr unpraktisch ist, dass das Ganze hier unten ist und das meiste dann hier oben irgendwo gebaut werden muss. Aber das können wir nur, falls hier auch einfach alles copy-pasten. Genau, also To-Do-Liste für diese und eventuell nächste Folge. Die Akkus überprüfen, warum die nicht hergestellt werden. Die Poles automatisieren. Den Landfill überprüfen, dass alles identisch hergestellt wird. Und zwar sind wir gerade bei Dry Dirt. Also das, ja, erstmal rausfinden, wo überall Landfill hergestellt wird. Das kann ich jetzt ja remote, richtig? Dank der Radarabdeckung. So, ja, das ist kein Landfill. Landfill wird überall hergestellt, wo Dreck über ist. Also hier zum Beispiel. Ich kann hier aber nicht sehen, was da genau drin ist, richtig? Ich sehe nur das Symbol mit den 13.000. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob das die Art Dreck ist, die ich brauche oder nicht. Aber wir wissen schon mal, dass wir hier hingehen müssen. Das heißt, ich mache mal. Ups. Da ein Landfill-Symbol hin. Da haben wir auch Landfill, aber das ist nur eine alte Kiste. Die sollte ich dann einsacken und danach das Symbol rausnehmen. Noch irgendwo ein Landfill-Symbol? Nee. Noch irgendwo Dreck. Hier ist Slag, aber aus Slag machen wir kein Landfill. Nö, ich glaube, wir haben da gar nicht mehr so viele Stellen. Ich dachte, wir hätten hier oben noch welches. Aber es ist ein anderer Biokram-Dreckzeugs. Oh, stimmt, jemand meinte auch, dass nicht alle Holzproduzenten das Holz rauslegen. Das sollte ich also auch noch überprüfen. Und wir haben anscheinend zu viele Holzfasern, was ein schönes Problem ist. Aber ich denke, das wird irgendwo anders mit zusammenhängen. Wir haben zu viel CO2. Aber Metallproduktion. Nee, Metallproduktion hat auch irgendwo einen Haken, sonst wären die Kristalle ja nicht voll. Crystal Slurry ist voll. Haben wir zu viel Metall? Das können wir hier dann am besten sehen. Es wird nur hellblau hergestellt. Und das auch nicht so in den Massen verbraucht. Ja, aber das sind Überschussprobleme, die sind okay. Ja, ich hole mir erstmal die Kiste. Und dann gehen wir darüber und schauen. Und schauen nach den Produzenten, ob das genau die sind, die wir brauchen. Aber da das die Kisten sind, die wir an das System angeschlossen haben, sollte es das Richtige sein. Ah, das Dry Dirt. So, das hier ist Sand. Das ist doof. Ich hätte erstmal gerne mehr Claybricks. Ja, auch mal 2000 raus. Und das bitte lila? Nein, das bitte rot. Ich muss mir jetzt also merken, dass wir in Zukunft auf einer der Inselseiten dann Sand verbrauchen statt Dry Dirt. Gut.
Das war Punkt Nummer 1, Punkt Nummer 2. Rübergehen zu der Lernfeldproduktion. Ah, das sah gerade aus wie Snake. Also die Schlange, die immer länger wird und wo man sich nicht selbst berühren darf. Krass. Ich hätte es einfach aufheben sollen. Aber immer noch nicht alle Bots ausgelastet. Also alle Logistikbots. Also ich muss da auch erstmal nicht mehr bauen. Das ist schon mal sehr praktisch. Und ich habe jetzt noch mehr Claybricks angefordert, damit wir den Boden auch gleich asphaltieren können, auch wenn es kein Asphalt ist. Claybrickifizieren können, damit es einheitlich aussieht, egal ob Dry Dirt drunter ist oder Sand drunter ist. Auch wenn ein Sandboden jetzt wahrscheinlich nicht das beste Fundament ist, aber ja. So, du bist Dry Dirt, richtig? Ja. Gut. Ist das unsere einzige Produktionsstelle für Dry Dirt? Scheint mir dann eventuell ein wenig zu sein. Hier sind die Claybricks. Warum genau stelle ich die eigentlich her? Also wenn wir den ganzen Boden da claybrickifizieren wollen, dann ist es wahrscheinlich sogar sinnvoll, recht viel davon herzustellen. Aber ich glaube, das reicht, oder? Ich glaube, wir stellen es her, um CO2 herzustellen, auch wenn es gerade voll ist. Na gut. Haben wir irgendwo noch einen Überschuss an Dirt? Auch nicht wirklich. Das wird benutzt, um dieses Matschwasser herzustellen. Nee, gar nicht, andersrum. Aus Matschwasser wird Matsch gemacht. Und hier haben wir einen Überschuss an Dirt, den wir für Kompost brauchen, aber in sehr geringen Mengen. Mhm. Zurück zu dem ganz langen Fließband hier. Nee. Der Überschuss geht weiter hier rum. Also all die Washing Plants. Und der Überschuss an Matte produziert wird, endet am Ende hier. Endet hier. Und dann da drin. Kann ich also nicht wirklich was deichseln. Muss ich einfach nur geduldig sein. Okay. Also wir haben die Kiste oben links angeschlossen ans System mit dem Sand. Wir haben nachgeguckt, was hier unten an Landfill ist und rausgefunden, ja, es ist wirklich Dry Dirt. Wir haben noch Claybricks geholt, ist unwichtig. Ich wollte noch die Poles automatisieren. Ah, eventuell Substations automatisieren. Weil 30x30 klingt schon wesentlich schicker als 11x11. Ah, was ist mit noch besseren Substations? Das wird wahrscheinlich wieder Übertech sein, hm? Silber-Zink-Batterien. Substations 4. Nö. Das ist gar nicht... Oh. Ist gar nicht so abwegig. Ja, schwarze Chips. Und das hier vor bräuchten wir. Das bräuchte aber für sehr vieles. Das schmeiße ich einfach mal an und gucke dann, wie es mit den goldenen Tränken aussieht. Ich glaube, wir haben gar nicht so viele Goldtränke im System. Kann ich beim nach unten laufen auch überprüfen. Da kommen wir dann vorbei. Zip. Keine Goldtränke. Doch da, 183. Ja, das reicht. Müsste also auch mit auf die To-Do-Liste. Warum sind da nicht mehr Goldtränke? Aber eins nach dem anderen. So, die Bots sind
Oh, ihr seid noch an. Mach die mal kurz aus. Kein Transistor. Ich habe sie jetzt ausgemacht, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass sie eh schon aus waren, weil ich gar nicht mehr Construction Pots haben wollte. Also ja, ist praktisch für sowas, aber da müssten 200 vorerst reichen. Genau, die könnt ihr jetzt noch verbauen und da einen Stick voll machen, aber dann ist gut. Pots. Ich hätte gerne MK1 Pots. Angefordert. MK2 Pots. Angefordert. 75 Stück. Okay. MK3 Pots. Angefordert. So. Substation. Angefordert. Ihr seid alle markiert, alle fixiert auf kleinere Dinge. Okay. Substation MK2, angefordert, Substation MK3, angefordert. So, das wird jetzt recht viel an Ressourcen binden. Weil ein ganzer Stack MK3 Substations halt doch recht viele Ressourcen frisst. Aber das ist dann halt so. So haben wir schon mal auf Vorrat für später. Und die Poles sind wichtig, alle. Ne, die MK2 sind wichtig, weil die Blueprints hier oben mit MK2 funktionieren. Die habe ich alle noch nicht ersetzt. Und die MK3er sind wichtig, damit wir hier immer Volltaschen haben. Gut. Okay, also das hätten wir auch erledigt von der Liste. Ich bin richtig produktiv heute. Dann wollten wir gucken, was mit euch los ist. Ihr habt nicht genug Batterien. Okay. Batterien sind da. Also Nord-Nordwest. Da. Was fehlt euch, Jungs? Blei. Blei? Ja. Hier nimm Blei. Blei kommt nicht, weil hier ein Fehler ist. Der auch in den Kommentaren schon mal erwähnt wurde. Ich sollte wesentlich strukturierter werden. Ich hatte ja mal so ein Schmierbrett, wo ich die ganzen Sachen mal aufgeschrieben hatte, damit ich sie nicht vergesse. Und das Schmierbrett ist besser, weil diese ganzen Post-its-Notizen, die ich hier habe, nehmen irgendwann überhand, dann schmeiße ich sie weg und dann habe ich sie nicht mehr. Also ja, jemand hatte vor, ich glaube, 5 oder 6 Folgen, wenn nicht sogar noch länger, geschrieben, dass Gold auf einem Fließband gelandet ist, wo es nicht landen sollte. Und darauf bin ich nicht weiter eingegangen. Aber gut, das heißt, wir haben jetzt wieder mehr Batterien und da wir mehr Batterien haben, das könnten wir ein bisschen schneller laufen lassen, oder? 2,7 Crafting Speed, 1, noch was. Battery. Jo, besser. Und ich brauche grüne Module. So, das läuft jetzt schneller, dadurch haben wir Batterien, dadurch haben wir mehr Akkus, dadurch haben wir einen größeren Strompuffer, den wir nicht wirklich brauchen. Aber es sieht toll aus, wenn oben dass hier alles dann auch gesetzt ist. Die Lampen. Ja. Achso, ich dachte, ich könnte jetzt hier. Oh. Ah, ich bin Gott! Ich zeige mit dem Finger drauf und meine Handlanger kommen und tun Dinge. Und ja, ich spiele sehr gerne großen, wahnsinnigen Leute. Ja, das heißt, ich könnte jetzt auch die ganzen Poles. Ich wollte gerade sagen, ich kann jetzt die ganzen Poles abreißen und durch MK3 ersetzen. Aber wozu? Warum brauchen wir hier Zwischenstrom? Ja, nee, das lasse ich mal. So, dann. Was macht ihr eigentlich? 13x13. Bräuchten aber keine schwarzen Chips. Was fast schon angenehm ist. Und es sind effektiv 4 Felder mehr. Weil wir ja von beiden Seiten 2 dazu bekommen. Also vom Muster dann. Das heißt, das Muster zwischen den Poles ist halt 4 Felder dann größer.
Weiß nicht. Braucht keine goldenen Tränke. Nö, ich mach lieber schwarz. Komm, mach's trotzdem. So, also habe ich hier Steine oben rein. Was ist hier alles für? Hier, Chrom für schwarz. Ich sollte anfangen, eine Liste zu machen mit Dingen für schwarze Chips. Wobei, Chrom haben wir doch schon, oder? Schwenke ich doch mal mein göttliches Auge auf die Metallproduktion. Das ist Nitinol. Das sind die Tungstenplatten, Tungstenkarbidplatten, Tungstenplatten. Die sind drei verschiedene. Nee. Das ist Inver, Stahl, Titanium und ja, ihr Bagger da draußen. Man hört euch. Jetzt bist du. Was war denn die Legierung? Das ist Kobalt. Kobalt ungleich Chrom. Nee, wir haben kein Chrom. Chrom. Molten Chrom, Molten Dingens. Mit Alu. Nö, lass mal. Ja, Ferris. Ich erinnere mich an einen DIN A4 Zettel mit einer Liste von Dingen, die man tun muss. Der Zettel. Warte. Oh, oh, oh. Nee, das ist Lithiumbatterien, Polished Ruby, Tungstenkarbid. Das sind die Goldtränke. Das ist nicht der Zettel für Chrom. Ah, Stadtwerk, genau da steht. Nein. Nee, der kann weg. Also ja, ich kann mich an die A4-Zettel erinnern, wo das auch mal alles drauf stand. Schiebe ich auf. Ich gebe mir noch so 50 Folgen, bevor ich damit anfangen muss. Weil die meisten Sachen, die ich so sehe, sind nice to have. Mit den schwarzen Chips, aber wir brauchen sie nicht unbedingt. Momentan. Ja. Gut. Also wie sowas zum Beispiel hier. Heat Shielding. Nein. Flying Robot Frame. Die brauchen bestimmt auch irgendwo wieder schwarze Chips, oder? Nö. Dann mach das doch mal. Dann können wir nachher 500 Logistikbots einfangen und alle auf MK3 trimmen. Yay! So, was für Probleme hat man noch? Ich sah, Transistor waren irgendwo leer. Sind sie nicht genug vorhanden, weil nicht genug Tin-Copper-Wire da ist, weil... Hier ist Tin, da ist Copper. Hallo? Oh, kein Copper. Kein Copper, weil hier alles weggefressen wird für andere Dinge, weil die Kisten sind beschränkt. Ist einfach nur, weil allgemein unsere Kofferproduktion nicht so schnell ist, wie sie sein könnte. Das heißt, ich muss einfach nur warten, bis unsere ganzen momentanen To-Do-Sachen abgearbeitet sind. Also zum Beispiel jetzt hier unten der ganze Kram. Wenn das hier alles fertig gestaut hat und produziert wurde und die Tränke nachproduziert wurde, die gerade verbraucht werden durch das Forschen, dann staut sich auch das Kupfer wieder und die Transistor bekommen genug Kupfer ab und dann läuft das auch wieder. Also auch ein Problem, das sich mit der Zeit von selbst fixt. Gut, was sollte ich dann noch machen in Vorbereitung für unsere neue Anlage? Das hier braucht nur Zeit. Roboport,
Publikum ist hier vorhanden, ist da vorhanden, ist da vorhanden. Ich schick dann einfach mal die Jungs wieder los. Das hier ist Sand, richtig? Müssen wir jetzt kurz warten. Also es sollte jetzt von da, was ist im Rahmen, ne? Ja. Haha, da kommen die Construction Bots. Wir werden im Schatten kämpfen.